rate den Preis und ich kaufe es dir. Nein. Maus, sag einmal, du schummelst ganz ordentlich. Am Pferdeohr abschleppen. Wirklich? Ja. Ja. 54. Nein. Oha, Maus, du machst mir noch leid. So, jetzt los. Ah, das war... Was ist das? Maus. Fangt das Video noch wieder an. Jetzt geht's schon wieder. Ja, ich glaube, du hast nur simuliert. Ja, genau. 3, 2, 1. Wie stängen wir? Mein Kopf ist abgeschnitten, mein Gesicht ist so ganz drauf und du bist irgendwo hin. So, wieso? So. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und man sieht schon im Hintergrund, wo wir uns befinden. Denn wir haben uns gedacht, es ist mal wieder an der Zeit, ein bisschen zu eskalieren. Zu shoppen. Genau. So, jetzt steht der Winter an, es ist wieder an der Zeit. Man braucht vielleicht eine Jacke, eine Abschwitzdecke. Also ich habe schon so ein bisschen was im Kopf, aber wir haben uns... Hast du auch Abschwitzdecke? Wie du geschrieben hast, du brauchst eine Abschwitzdecke. Also, ich hab eine für zwei Pferd. Oh. Bin drauf gekommen. Wirklich? Okay. Also rosa, ne? Die rote? Die rosa und die grüne. Drei. Wow, haben wir schon wieder was von deiner Listen gestrichen jetzt. Zur Erklärung des Videos, wir dachten uns, wir filmen heute eine witzige Challenge. Wir haben euch dazu auf Instagram um ein paar Tipps gebeten. Und als ich den Vorschlag gelesen habe, errate den Preis und ich kaufe es dir, fand ich die Idee so genial. Und deshalb dachten wir uns, wir müssen beide sowieso was für uns kaufen. Wieso kaufen wir nicht für den anderen? Genau. Wenn der Preis richtig erraten ist, dann muss man für den anderen einkaufen. Und ich bin gespannt. Einer dann extrem viel Zeit und einer nichts. Ja, das stimmt. Ich sollte vielleicht ein bisschen Hochdeutsch sprechen. Ja, alles gut, Maus. Ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hinein. Es ist nämlich auch die neue Kollektion, die neue Herbst-Winter-Kollektion wieder erhältlich. Und ja, ich habe schon die Preise alle einstudiert. Ach so. Ach so. Hast du? Nein, hab ich nicht. Hast du? Nein. Das war Scherz. Nein, hab ich nicht. Hat sicher gemacht. Nein, hab ich wirklich nicht. On the table I saw a line of confidence ready for us to meet. Maus! Gärten. Ja, dann haben wir gleich mal das erste, was wir kaufen müssen. Ich wollte gerade sagen, wir laufen jetzt immer so ein bisschen durch die Gänge und stöbern durch. Aber die Maus hat schon das erste. Eingefallen, ich brauche eine Gärte. Und wir haben uns jetzt gerade ausgemacht, weil es ist ja gar nicht so einfach, diese Preise zu erraten, dass man immer zwei Versuche hat. Hier hängen die Gärten und hier hängen leider auch oben schon die Preisschilder. Das heißt, Niki darf jetzt nur einmal hier nach unten starren. Du darfst einfach nur nach unten blicken, wo keine Preise stehen, bitte. Also man müsste eh schon wirklich genau hinschauen, dass man den Preis sehen kann. Die hier? Ja. Okay, dann hole ich mir die hier mal raus. Und zwar, schauen wir hier gleich mal. Okay. Maus, diese Gatter, wie viel kostet die? 14,99. Falsch. Super. Höher. 15,99. Ja, 15,95. Oha, Maus. Okay. Oh, jetzt muss ich schon das erste kaufen für die. Oha, wie gut bist du. Ja, du hast doch schon wieder das nächste in die Hand. Das ist eine Glückssträhne und zwar... Dieser Gartenhalter. Ich habe nämlich einen langen, aber der ist einfach zu lang. Weil man hat echt nicht so viele Gärten. Ja. Maus? Okay, wie viel kostet der? 3,99. Maus, sag einmal, du schummelst ganz ordentlich. Ich will 2,99. Ja, doch. Das ist 3,99. Hey, ganz ehrlich, ich gehe pleite da aus. Nein, ich wollte wirklich 2,99 sagen. Dann haben wir gedacht, na, so günstig ist das. Was? Okay, ich habe einen Halfter gefunden. Für deine 2 Stuten? Für meine 2 Stuten. Echt? Okay, wie viel kostet das? 29,90. Mehr? 34,90. Weniger. Also deine 2 Chancen sind vorbei. Aber es war wirklich schwierig. Es war wirklich schwierig. 32,90. Ja. Ja, dann gibt es ja keinen Halfter. Passt, es passt für mich. Außer du kaufst es selber. Also ich kaufe schon so viel für die. Was war's? Wir legen das in den Joker-Bereich. Ja. Es gibt nur einen Joker. Aha. Und wenn du nur mal falsch bist, musst du dann entscheiden zwischen den Dingen, die im Joker-Bereich liegen. Das heißt, ein Ding, das man falsch geraten hat, kann das man kann man noch eventuell rückrufen, ja. Okay, eventuell. Na gut, du hast den Preis jetzt schon vorne. Ja, so. Okay. Aber es gibt, wir machen das so. Alle, die wir falsch erraten haben, kommen in einen Pott. Ja.
und da darf man sich dann nur eins auswählen. Okay, machen wir das so? Das ist eine gute Idee. Sehr gut. Sehr nett von dir, danke. Ich schaue jetzt gerade, ob es zu diesem eventuellen Halfter einen Strick für mich gibt. Ich würde so lachen, wenn es nachher nur einen Strick gibt für dich. Ma, dann muss ich mir das öfter selber kaufen. Moment, ich zeig's mal kurz her. 12,90. Weniger. 9,90. Na, zu wenig. 8,90. Na. 11,90. Ja. Jetzt haben wir beim vierten Versuch, jetzt einfach. Na, es passt schon. Es passt für mich. Ich bin dann einfach, kommt das auch in den Pott. Nein, das kommt jetzt weg. Es kann nicht alles in den Pott kommen. Okay, ich habe jetzt gerade noch... Wow, das hängt schon wieder bei Kopf. Ich habe jetzt gerade noch mal ein Halfter gesehen. Das hier. Was mir auch sehr gut gefallen würde, so mit diesem hellen beigen Farbton. Okay. Aber Moment. Das ist falsche Größe, oder? Ja, das ist Kopf. Okay, Moment. Wir hätten hier jetzt nach dem Farbton gesucht, aber es soll heute einfach nicht sein. Und bei diesem Halfter hätte ich den Preis gewusst, weil das habe ich schon mal gekauft. Das kostet 14,90, oder? Ja, 14,90. Der liebe Gott, das hat nicht mit mir. Ich hab noch nichts gekauft. Also du hast noch nichts für mich gekauft. Also das ist mein... Das ist mein Joker-Pot. Ich bin gerade Joker-Pot. Warum liegt hier dieses Half da drin? Ich glaube an den Joker. Auch wenn es keinen Strick dazu gibt, vielleicht gibt es dieses Half da für mich. Okay, also ich brauche eine Staubbürste, so eine große, lange Bürste für Sand wegbekommen, wenn sich die Pferde gewurzelt haben. Okay, und wir stehen jetzt... Achso. Ja, gab es immer eine im Stall, aber die ist irgendwie weg. Und wie der Gerte. Ja, es verschwindet alles bei uns. Und wir sind jetzt hier bei den Putzsachen, ja, und die so hier sieht verdächtig aus. Das ist genau richtig herausgenommen, dass man hier keinen, ja, Preis sieht. Oder die, aber die sind, achso, oh, die ist ein wenig größer aber nur, oder? Ja, nein, ist die genau gleiche. Okay, aber jetzt muss ich nur bei den Farben entscheiden. Achso, du hast blau nur. Ich bin ja Fan bin von ihr rosa. Das oder rosa? Oder das, ach, das Grün, rosa. Grün ist auch Grün schön. Ist auch schön, ja. Okay, für welche Farbe wird's? Ich glaube, ich will die nehmen. Okay, Rosa. Okay. Dann mal beginnt das Quiz. Hm. 12,90? Weniger. Ich hab eine Chance. Ich brauch die Bürste. 97? Oh, 9. 9, 49. Keine Bürste für dich, Maus. Keine. Oh, wo war sie da? Das fühlt sich echt erniedrigend an, ja, gell? Ja, schlimm. Weißt du? Wir stehen hier gerade bei den Fliegenmasken und da fällt mir auf, ich brauche unbedingt noch eine Fliegenmaske, denn der Tino hat gerade so ein bisschen eine kleine Augenentzündung. Eine kleine Augenentzündung. Eine Augenentzündung, eine Bindehautentzündung. Und er hat eine Fliegenmaske schon kaputt gemacht und deshalb lieber auf Reserve noch eine mitfahren. Möchtest du uns kurz sagen, was du daraus gemacht hast? Aus der kaputten Fliegenmaske? Na, die kaputte, die ist komplett kaputt. Ach so. Aber die andere habe ich jetzt gleich bei den Ohren einmal abgeschnitten, damit dass ich die nicht wieder so schnell ausziehen kann. Und die hält bis jetzt. Schaut auf jeden Fall sehr professionell aus, danke, was du gemacht hast. Ja, ich bin professioneller Fliegenohrabschneider. Pferdeohrspitze und Fliegenohrabschneider. Ah, hoffentlich nicht umgekehrt. Pferdeohrenabschneider und Fliegenohrspitze. Am Pferdeohrabschneider. Professionell. Gut. Wow. So, wir schauen jetzt gerade. Die richtige Größe müsste die Maus bitte auch kurz checken. Ja, L. Sehr gut, L für den Großkopf. Okay, ich sage noch einen Tipp dazu, weil sonst ist es unfair. Okay. Die ist vergünstigt. Ja. Um wie viel? Hättest du den Originalpreis gewusst? 19,90. Ist jetzt Originalpreis oder vergünstigt? Stirb du auf! Okay. Moment, ich schau nochmal kurz. Okay. Also für den Vergünstigten weniger. Und der Originalpreis wäre mehr? Ein bisschen weniger. Also schon eine Spur weniger. Der Originalpreis wäre mehr gewesen, natürlich. Okay, das heißt, der vergünstigste Preis ist ein bisschen günstiger als 19,90. Oder viel günstiger? Brauche mittelgünstiger. Und da? 4, 12, 15. Eigentlich sollte mich jetzt hier jemand filmen. Ich so, ich denke gerade so im Hintergrund.
Okay, klar. Ja, ich hätte jetzt 14,90 gesagt. 18,90. Was jetzt? Du hast eins locken wir jetzt ein, okay? 16,90. Ja, stimmt. Wirklich? Ja. Ja. Okay. Also das war jetzt wirklich ohne Schummeln. Also das dachte ich jetzt nicht, dass quasi das so ist. Quasi ohne Schummeln, die hat mir ein bisschen geholfen, aber... Aber deine Tipps so 14,90, 18,90, ah doch 16,90. Und dann haben wir fürs richtig entschieden. Genau. Tatsächlich 16,90. Und der Originalpreis wäre? Wären 24,90. Ach, das wärst du nicht gekommen, oder? Machst du, kaufst du die Schnäppchen für mich nicht überhaupt. Stimmt. Wir sind jetzt bei den Abschwitzdecken und die Niki hat eine entdeckt, die ihr gefällt. Und damit der Preis natürlich nicht genau aussieht. Du machst es super. Ziehst du die gerade auch so ein bisschen, gell? Brauchst du eventuell Hilfe? Oder soll ich weiterfilmen? Brauchst du drei? Na, danke. Errate den Preis und ich kaufe es dir. Ich habe die auch schon mal gekauft. Du? Dann hat der Tino die kaputt gemacht. Oh. Aber war das nicht die gleiche, die ich auch schon mal für den Artus kaufen wollte? Oder war das eine andere Kollektion? Ich weiß es nicht. Aber wenn du den Preis richtig errätst, ist sie deine. Nur heute. Nur heute. Günstig. Nur jetzt. Nur jetzt. Rufen sie an. 89,90. So viel? Namos. Es ist... Okay, ich gebe dir einen Tipp, weil du es mir vorher auch gehört hast. Es ist weniger. Und ja. Es ist kein 9er-Betrag. Also quasi der Euro ist kein 9er-Betrag. Also kein 39, 49, oh. Sondern was dazwischen. Das ist nicht echt du, wie viel mehr? 74,90. 64,90. Ich glaube, ja, oder was? Ja, 64,90. Oh. Okay, du hast mir vorher auch bei der Fliegenmaske geholfen. Jetzt habe ich kurz einen kleinen Nicker gemacht. Ich weiß, du wolltest die unbedingt. Ja, die brauche ich auch wirklich. Also ja, da freut sich mein Geldbeutel. Stimmt, das musst du mir zahlen. Ja. Warum hilfst du mir eigentlich? Ja. Damit du zahlen damit musst. Ich jetzt auch Abschwitzdecken kaufe. Ach so. Was ist, wenn du die nicht errätst? Was? Dieses Szenario passiert nicht. Okay, gut. Ja, dann danke, Maus. Gerne. So, die Moon ist jetzt auch noch am Überlegen. Die Moon. Ob sie eine Abschwitzdecke kauft oder ob ich eine Abschwitzdecke für sie kaufe. Sie ist immer noch nicht ganz mit sich im Reinen, welche Farbe es werden soll. Okay, Akku also, fast leer, Maus. Wir haben nur einen Ersatzakku mit. Wir sind jetzt hier schnell mit dieser okay. Decke. Wir haben und hier noch eine Abschwitzdecke gefunden für die Moni. Die sieht sehr ähnlich, glaube ich, aus zu deiner, nämlich auch mit so einem Fellkragen. Und hier ist kein Preis. Die, kein Preis. Wo ist der Preis? So. Achso. Moment. Schauen wir hier mal. Okay. Preis ist eingescannt. Du hast mir die richtige Größe aber gegeben. 155, ja. Für meine zwei langen Pferde. Warte mal, deine kostet 64,90, ja. 90. Dann kostet die ein bisschen... Ich glaube, dass es ein bisschen mehr kostet, weil es die neue Kollektion ist, aber nicht so viel mehr, weil sie ist sehr ähnlich. Also kostet sie 69,90. Mehr. Aber nicht viel mehr. 79,90. Weniger. 74,90. Ja, das gibt's nicht. Wie kannst du immer beim dritten Mal ratest du es immer. Dann gibt's keine Dicke für mich. Das passt für mich. Und ich muss nichts kaufen. Wie gesagt, es besteht immer noch die Möglichkeit, dass du die dir selber kaufst. Du weißt schon, dass ich schon richtig viel Geld für die ausgeben muss. Das, ja, okay. Habe ich kurz ausgeblendet. Sie hast du diesen Vergleich? Ja, war gar nicht. Okay, Cut. Cut, der Akku der Kamera ging leer und dreimal dürft ihr raten, wer natürlich zwei Ersatzakkus mit hat, aber die natürlich auch keinen Akku haben. Deshalb haben wir jetzt einmal auf die große Kamera umgeschwenkt. Die macht auf jeden Fall sehr, sehr schöne Aufnahmen, muss ja, ich sagen. Ja, aber die ist halt immer so ein bisschen schwerer zu tragen, aber das stimmt, die macht schönere Aufnahmen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in die Abteilung für Menschen und ich hoffe, dass ich da etwas mehr Glück habe. Also hier. Da sich der Arzt ja immer gern die Eisen auszieht, habe ich mir gedacht, ich nehme einfach gleich ein paar Hufglocken mit. Und ja, ich denke, dass ich wieder die standardschwarzen Hufglocken mitnehmen werde, weil die passen einfach super und ja, haben auch lange gehalten bis jetzt. Und zwar sind es
diese hier unten, das ist in Größe Full und Maus. Das wäre dein Preis. 24,99. Weniger? 20,99? Ah, wow, was ist der für ein Preis? Ja, die kosten so viel. Na, 19,99. Wirklich? Ja, aber wir haben hier noch andere Hufglocken entdeckt. Ja, das trägt ja nicht nur beim Reiten Hufglocken, sondern auch im Stall. Und deswegen, da nehme ich eigentlich immer diese Gummi-Springglocken. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach nochmal mein Glück versuchen und ja, hier nochmal raten. Vielleicht kriege ich dann die Hufglocken von dir. Und, was denkst du? Warte mal, schau mal da gleich. Weg, okay, ich brauche die mit... mit Rand. Ja, das wären genau die. Und Moment. Hier haben wir den Preis. Ja, darf ich schauen? Ja. Achso. 6,99. Teurer. Bin ich mit 99 richtig? Oder 90? 90, aber 90. Das ist egal. Du wirst es ja auf einen vollen Preis bekommen. 98? Nein. Ach, hoppala. Sie fliegen hier. Es sind 11,90. Na, ehrlich? 11,90, ja. Gibt ja keine Hufglocken für dich. Was ich super leider, aber ich bin ein bisschen schadenfroh. Ich kann man nicht öffnen. Ja, okay, das sind jetzt Preise, die werde ich mir wahrscheinlich dann irgendwann selber gönnen müssen. Ja. Ja, wenn du mir es nicht kaufst. Ich habe noch etwas entdeckt, das mir auch sehr gut gefällt. Ich weiß, was die Gamaschen sind vielleicht nicht das Intelligenteste, aber ich finde, sie schauen halt so schön aus. Sie sind wirklich schön. Und ich stelle mir die so cool vor mit Tinos weißen Fesseln unten. Also du möchtest, dass ich die dir kaufe? Ich möchte, dass die ich Message? Hab Maus ihr erste Fliegenmaske. Ach so, stimmt, ja. So, der Budget muss mir mehr ausgestopft werden, was du da für mich zur Verfügung stellst. Das Budget ist die Fliegenmaske. Okay, na. Gamaschen. 39,99. Moment. Achso, du den Preis schon gesehen überhaupt. Na? Mehr so? Also die zweite Ziffer stimmt schon mal, sagen wir es so. Okay, so ein 9er-Betrag. Ja. Okay, K4er-Betrag. Aber schon mehr, ja. Okay, das war jetzt leicht eigentlich. 49,99. Ja. Ja. Das war jetzt leicht. Aber sehr gut, Maus. Dankeschön. My baby. Dein Baby. Oh, my das schaut sicher ich hoffe, sie passen immer, ja. 49,90. Ich glaube, ich ja, 99. Okay. Ist ja voll wurscht. Ja, egal da. Das gönne ich der Maus. Größe L, ich hoffe, die 9 Cent sollst du mir dann. Ja, okay. Passt. Überweis das. Nein, die sind wirklich schön. Kriegt die jetzt der Tino? Der Tino, wenn sie im Pilgrim passen, dann auch im Pilgrim. Wobei ich mir die beim Pilgrim vielleicht etwas komisch vorstelle. Na ja. Mit dem schwarzen Puscheln rundherum. Ja. Wir stehen jetzt hier noch bei den Schabracken und mir hat das hier diese schwarze Schabracke irgendwie gerade echt angetan, weil schwarz war ja für den Pilgrim bis jetzt immer No-Go. Also No-Go ist nicht schwarze Schabracke, aber ja. Für den Tino, jetzt wo wir halt gerade am Anreiten sind, glaube ich, fände ich das schon ist auch mega schön. Sehr edel. Sieht echt sehr geil aus. Ist wie im Schwimmbad, jetzt kommen die Wellen. Okay. Maus, du musst bitte den Preis anschauen, okay. Damit die roden kann. Wo haben wir denn da unten? Okay. Ist eingeloggt. Boah, okay. Sie hat vorne das Lammfell. Das ist also ein bisschen teurer. Mit Glitzersteinen. Okay. 59,90? Weniger. Weniger? Oh, das ist gut. Für mich, ja. Weniger. Das schaut gerade so lustig. Ja, ich überlege gerade. Und dann grad, ist dein Kopf da direkt so drin. Weil 49,90, glaube ich, ist zu wenig. 54,90. Na, das war eine 41 gewesen. Na, dann erst so. Ma. Tut mir leid, Tino. Ja, der Tino hat aber schon Gamaschen. Er braucht nicht noch. Na, wir reiten ihn ohne Schabracke. Dann versuche ich nächstes Mal mein Glück. Tut mir leid, Mausi. Ist in Ordnung. Und jetzt sind wir in der Abteilung für Reiter angekommen. Und ja, da steht schon so ein bisschen was auf meiner Wunschliste. So eine Winterjacke oder so ein Funktionsshirt. Ah, ich brauche unbedingt der West. Ah, Chile-Maus. Chile. Mhm. Da nehme ich alle. Probiere alle Preise durch. Ach so, du, okay. Und jede Farbe. Ja.
ganz dringend endlich mal eine schwarze Jacke. Ich weiß nicht, wie lange ich davon verspreche, aber... dieses Mal muss eine mit. Deswegen bin ich jetzt gerade am Probieren. Aber die sieht richtig cool aus, Maus. Ist eigentlich genau das, was du gesucht hast. Ja? Ja, einfach schlicht schwarz. Schaut schön aus. Und hat keinen Mantel. Ja, sehr cool. Man so? Ja, da kannst du gleich noch Alaska. Ah, was? Noch Alaska. Oh, ah, die schaut echt cool aus. Die würde ich da gönnen, also, Maus. Bitte, die würde ich da gönnen. Darf ich schätzen? Moment. Ich muss da erst mal selber schauen. Okay. Das ist eine Winterjacke, oder? Was kostet sie normal? Ja, also voll. Man merkt schon den Preis der Winterjacke. Okay. 99,90? Ah, nein. Was war das? Also, nein. Weniger. 89,90? Nein. Oh. Es gibt nein. 84. Nein, so wie es ist, also, das ist ein unfairer Preis. Ich hätte sie dir gegönnt. Immer diese mittleren Preise. Ja. Warum ist das kein 99 oder 89? Ah, leider nicht. Das war's mit der Blouson Rachel. 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 Blouson. Blouson. Rachel. Rachel. Das ist keine Rachel für dich. Wow. Okay, ich habe jetzt hier gerade noch diese Jacke entdeckt. Das wäre halt echt so eine perfekte Herbstjacke jetzt. Und braun ist mit meinen Haaren oft schwierig, aber Niki meinte, oh Gott, mit dem Silber, das geht. Hier so. Guten Tag. Hi. Bitte schauen Sie. So? So? Ja, so? So? Na, anders? So? Ja. Okay. Okay. Nein. 39,90. Na? Mehr? Mehr. 49,90. Ja? Ja! 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 Oha, hey. Maus, du machst mir noch pleite. Dretschjacke? Die ja. Kleinen Dinge, die machen es nämlich auch. Also. Oh, die ist aber echt cool. Dann habt. Schaut wirklich schön aus. Danke. Und ich mache mich jetzt hier noch auf die Suche nach einer Jacke für die Niki. Aber es soll ja eine schwarze sein. Das ist hier gar nicht so ein... Oh, okay. Die könnte noch passen. Die gibt es ja auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Aber Niki möchte einen schwarz. Maus, was sagst du zu der? Wo bist du? Hier? Ja? Ja, das sieht auch gut aus eigentlich. Dann nehmen wir die noch mit. Ja, ich glaube die... Könnte auch in dein Jackenschema gut ja, reinpassen. Ja, was hast du da noch mit? Ja, ich hab da nur so eine Weste. Vielleicht. Vielleicht. Darf ich die dann nur schätzen. So, ich habe jetzt eben noch eine neue bekommen von der Sandri. Die hat eine gefunden. Ich muss sagen, die steht eigentlich nur besser. Also, sagst du es nur, weil. Ja, Maus. Okay. Wegen der anderen Jacke, okay. Aber. Sie ist auf jeden Fall waterproof, breathable und taped. Seams. Seams. Okay. Aber, oh, wo ist der Preis? Warte. Oh, oha. Oh, das taugt mir mehr. Ja, das taugt mir mehr. Okay. Darf ich einen Tipp haben, ob wir wieder bei einem Neuner am Ende sind oder bei einem Vierer? Nein, wir sind bei einem Neuner. Ah, jetzt schon? Ja, okay. Wir sind bei Neuner. Boah, keine Ahnung. Die andere hat Kurs, glaube ich, 84. Mhm. 69. Na? Mehr oder weniger? Achso, funktioniert das nicht. Wieso? Du sagst also, doch, es funktioniert genauso. Ich war ganz verwirrt. Entschuldigung, es ist weniger. Ja gut, das ist wahrscheinlich logisch. 59? Ja, ich glaube schon, oder? Maus! Ja, sie kostet 59. Ja, Maus, gratuliere. Danke, Maus. Gerne. So, wie endlich eine schwarze Jacke. Ja, und, ja? Nein, sehr, sehr angenehm. Ich finde es eigentlich echt praktisch, weil dadurch, dass ihr Jacken braucht und du Jacken brauchst, kaufe ich jetzt quasi einfach nicht meine Jacken, die man sonst kauft, sondern sind nun deine. Hast du schon Jacken ausgewählt? Ja. Die liegt schon, ich hab schon massiv Jacken. Hast du schon gekriegt? Nein, noch nicht. Ach so. Auf jeden Fall bin ich schon viele Jacken also einfach mal. Es kann sein, dass ich diese Jacke bekomme und du deine nicht. Doch, ich hab so viele Jacken in mein Körbchen geworfen. Einfach mal alle eine, die mir irgendwie passen, dass ich eine richtige rauche. So, ich hab mir diese Jacke ausgesucht. Kann das vielleicht sein, dass das sehr, sehr ähnlich ist zu meiner? Spielst du damit unfern mit dann? Also ich die Maus, als ich die gesehen habe, die hat mir so gefallen und die sind rot. Die ist wirklich und schön. Und die kostet 59,90. Also, dann brauchen wir nicht raten. Das weiß ich ja. Oder wir raten jetzt und du reitest heute.
Na was, die kostet 59 Grad, das ist die gleiche Jacke wie deine. Ich hätte es ja gelacht, wenn du jetzt falsch geraten hättest. Eigentlich ist das nicht ausgemacht. Nein, was, aber ich habe auch nur zweite. Aber willst du eine zweite auch noch haben? Wenn ich die richtig rate. Die hat, die wird mir auch noch gut. Gut, dass es gerade mal Gehalt gekommen ist. Machst du uns kurz den Bodenschau? Ja. Bitte vor und wieder zurück. Das war die. Gibt leider heute kein Foto für dich, aber vielleicht eine Jacke. Okay, Moment. Die etwas mehr kostet. Momentchen. So. Mhm. Okay. Ich glaube, dass sie mehr kostet. Warte mal, 79. Willst du gar nicht wissen, ob ein 9er oder ein 4er hinten na? Ist? Okay. Na, machen wir es wieder, wie man es eigentlich spielt. 79,90. Falsch und mehr. 89,90. Na, mehr. 99,90. 94,90. Gott sei Dank. Hast du die nicht richtig geraten, weil das wäre ein bisschen ganz aber, teuer geworden. Aber zwei Jacken wären auch toll für mich gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich muss mir noch irgendwas Teures suchen. Aber die Taktik ist gut, glaube ich. Die einfach ganz viel. Einfach das gleiche kaufen wie der andere. Ich habe jetzt endlich eine Weste gefunden, beziehungsweise wir in Österreich nennen das hier immer Filet. Habe ich ganz am Anfang gesagt, das brauche ich. Und ich suche jetzt so lange etwas durch, bis ich es gefunden habe. Maus? Maus? Wo bist du hier? Ich würde gerne Preis raten, weil ich glaube, ich habe was, was mir gefällt. Okay. Neue Jacken. Neue Jacken. Aber Chili, wie gesagt, das hätte ich gerne. Okay, Moment. Brauchst du einen Preis, bitte? Ich hoffe, dass das der klassische Preis von dem ist. Okay. Jetzt bin ich gespannt. 49,90? Mehr. Nein. Ich war mir sicher, es kostet 49,90. 4 oder 9? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist für mich, dass ich das jetzt sage. Ein 4er. Viel mehr? Nein, 2 Joker kriegst du nicht. 54, nein. Nein! 64! Mann, aber das hat mir so gut gefallen. Kann ich das in die Jokerbox geben? Die Jokerbox? Oder wie hast du die genannt? Jokerpot. Der Jokerpot. Ja, okay. Was hab ich dort? Eine Bürste. Eine Bürste liegt. Achso, weil die schwarze Jacke ist wahrscheinlich hinfällig. Ja, ich brauch nur eine. Eine schwarze Jacke, ja. Die gibt's in den Jokerpot. Warte, wieso hast du schon wieder was Schwarzes? Ich glaube, heute ist bei mir. Black Friday. Ja, nicht ganz, aber. Ja, cool. Doch, eigentlich krieg ich alles von dir. Für die ist keine Black Friday. Aber der Pulli steht da richtig gut. Ich hab mir gedacht, irgendwie so ein Pulli oder Pulli. Eine Weste wäre schon Moment, toll. Ich suche mal hier einen Preismarker. Oh. Ah, ja, der wäre in Ordnung für mich. Ah, okay. Das muss nur ihr raten. Also, ich finde ihn sehr bequem. Mhm. Aber das zählt nicht zum Raten dazu. 44,90. Na, weniger. Weniger? Weniger. Darf ich dir einen Tipp geben? Ja, natürlich. der 4er war richtig. Aber weniger. Oder? Warte mal. Ja, doch. Was habe ich jetzt gesagt? 49,90 habe ich gesagt. Na, 44,90. 44,90. Und dann der 4er war richtig. Und weniger. Ja, ist eigentlich egal. Ja, okay, das war sehr dumm von mir. Aber das ist richtig ein guter Preis, Maus. Ja, das gönne ich da. So, wir haben jetzt auf jeden Fall noch wegen Funktionsshirts geschaut. Das muss immer mit bei Herbst- und Winterkollektionen, weil ja, die sind einfach mega bequem und da kaufen wir ja, sehr viele ganz immer. Oft dieselben. Und ich habe jetzt hier ein neues Shirt aus der Kollektion, also ein Shirt aus der neuen Kollektion geholt. Sieht richtig schön aus. Der Farbton ist sehr geil. Ein neues Logo haben sie auch hier. Also das heißt. Ja, wenn du dich erinnern könntest, wie viel das die kostet, dann. Ja, ich habe schon einen Verdacht. Also das bin ich gespannt, ob das nur gleich geblieben ist. Nicht schauen da. Ah, okay. Mhm. Also, wenn das der Preis ist vom letzten Jahr. Ja. 24,90. Nein, das warst du nicht. Was? Ja. Wirklich? Ja. Was ist das? Nach dem letzten Jahr? Ja. Wir haben die sehr oft gekauft, Maus, also das ist mir in Erinnerung geblieben. Ja. Ja, 24,90. Danke, Maus. Ja, gerne, Marci. Wir haben jetzt fertig geshoppt und jetzt steht ja hier noch der Pott, der Joker-Pott vor mir. Da haben wir jetzt die Dinge reingeworfen, die wir falsch geraten haben, aber
nicht uns alle wichtig wären, dass wir die aber gerne hätten. Und das, weil ich glaube, du hast ein paar Dinge mehr falsch geraten. Ich habe so viel falsch geraten, aber ich habe nur zwei Dinge in den Pott geworfen, die mir wichtig sind. Erstmal, die Niki hat eine Bürste reingeworfen, versus ich, ein Halfter und dieses schöne Schlee. Und wir haben ja am Anfang entschieden, man darf ein Ding aus dem Pott holen und das trotzdem kaufen. Und ich hole dieses Schlee. Und es war so schön. Ich würde auch was eintauschen. Und was nehme ich? Die Bürste. Wie viel hat die kostet? Die Bürste hat 4 Euro oder so kostet. Na, 10. Was? 10? Okay. Ja, meine ungefähr. Meine war auch ungefähr bei 10, vielleicht bei 64. Okay. Ich habe eine gute Taktik gehabt. Ich habe einfach ganz viel mitgenommen. Ja? Ich habe leider vieles auch falsch geraten, das stimmt. Aber im Großen und Ganzen die Quantität, ist sehr teuer, ja. Die Quantität hat es gut gemacht. Okay, und dann nehme ich aus dem Pott meine Bürste, bitte. Bitte schön, die Bürste. Wir sind gerade aus dem Krämer raus spazieren und schaut mal. Wir haben beide eventuell so ein bisschen was geschockt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir es echt schaffen, dass wir beide so halbwegs gleich gut hinkommen müssen. Also eigentlich sind wir so fast auf Null jetzt, wenn wir ja. So aus... Also ich bin froh, dass ich das noch aufgeholt habe mit einer guten Taktik, weil sonst wäre das für mich nicht so gut ausgegangen. Aber es hat auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß gemacht. Wir haben gerade gesehen, nächstes Wochenende gibt es minus 10%. Und wir sind dieses Wochenende hier. Wobei, dann sind wahrscheinlich so viele Leute hier, weil ja. Logisch, dann hätten wir die Sachen nicht mehr bekommen. Das stimmt. Wir werden jetzt auf jeden Fall nach Hause düsen. Wie lange waren wir hier? Ja, 3 Stunden. Wieso fahren wir immer so lang da? Aber wir eskalieren halt bei den... Reitersachen einfach auch immer so ewig, weil es gibt wirklich viele schöne Sachen, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Aber ja, wir werden jetzt nach Hause düsen, hoffentlich, dass euch das Video gefallen hat, der Gärtentor. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, servus.